Ich möchte mir noch mal so ein paar Sachen erledigen, bevor wir wieder nach Novigrad gehen. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne und uns da um Rittersporns Angelegenheiten kümmern. Hast du hier zu suchen? Nimmst du am Turnier teil? Wo ich ahne, dass du sowieso wie ein Schwierigkeiten steckst. Um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Wie immer. Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Bitte? Was meinst du? Ich möchte nicht gebissen werden. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Der wilde Jonas. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Okay. ja gut, das sollten wir doch schaffen. Der wilde Jonas. Ja, okay. Ich glaube, es wäre interessanter gewesen, wenn wir das am Anfang gemacht hätten. Voll auf die 12. jetzt schielt er. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Möglich. Wenn du Meister werden willst, geh nach Krähenfels und frag nach dem Feldwebel. Oder versuch dich in Novigrad. Da wird auch gekämpft. Und in Skellige. Ja gut, nach Skellige wollen wir ja noch nicht. Wir wollen diese von Velen. Also nach Krähenfels war das. Ja gut, Krähenfels ist in der Nähe. Müsste dann ja auch... Stimmt, wir könnten da auch noch das Rennen machen. Aber erstmal Plötze. Die mal wieder überall hinrennt, schnell. Nicht da, wo die eigentlich hin sollen. Ich hoffe nur, dass wir erstmal nicht wieder in den Buckelsumpf müssen. Weiter so, Plätze. Weil ich befürchte, dass wir diese komischen Hexen da irgendwann wiedersehen müssen. Was ich mir als nicht lustig vorstelle. Das ist die Oma mit den Schreinen, glaube ich. Ah ja, und hier ist, glaube ich, das Rennen. Ich glaube, mittlerweile sollte ich relativ gut reiten können und nicht mehr überall gegenrennen. Das war anfangs auch ein Problem. Ich kam mit der Reitsteuerung nicht klar. Ich bin überall gegen gerannt. Jetzt geht es. In Städten habe ich noch ein Problem. Ja, genau so. Nein, danke, ich möchte nicht in den Arsch getreten werden. Ich würde gerne einfach dazu. Danke. Nein. Diese Sprüche, die sie aber teilweise auch drauf haben, finde ich so geil. Reihe? Oder nicht reiern? Das ist hier die Frage. Ich wäre ja für nicht reiern. Du hast Augen wie eine Katze. Denkst du auch Mäuse? Was denkst du? Fange ich Mäuse? Ich wollte gerade sagen, meine Katze fangen keine Hexa. Mäuse, aber stimmt Hallo. Gar nicht. Ich fange tatsächlich Mäuse. Zumindest einer von denen. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Natürlich. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du? Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Echt? Einmal speichern. Aber, Feldwebel, ich würde gerne einmal... Hier ist nichts für dich. Nee. Oder? Hier hinten. Da ist der Buchmacher. Bereit. Ha! Wen haben wir denn da? Einen Hexer. Geralt von Riva. Ja. Komm. Fangen wir an. Na schön. Mal sehen, wie wir jetzt auf die Fresse kriegen. Oder vielleicht schaffen wir es auch. Oha! Ja. Das wäre jetzt genau das okay. Okay. Gut. Welch ein Kampf!
Hiermit sei Wissen und kundgetan, warum ging das gegen den Weltschrat nicht? Besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Welen ist. Wenn oder du gegen den Greifen, kannst, den einen. Findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Ich bin nämlich... Deine weiße Visage? Ja, vor ein paar Spielstunden bin ich nämlich auf irgend so einem komischen Hügel in einem Greifen begegnet. Keine gute Idee. Ich glaube, Gegner, wo ein Fragezeichen vorsteht, sollte vielleicht nicht unbedingt angegriffen werden. Ein Tatzenhieb und ich war... Woher kommst du? Ich habe die Radieschen von unten gesehen. Brauchen wir... Müssen wir... Nee. Nee, brauchen wir noch nicht. Nein. Nope. Nope. Okay. Insbesondere die Toten. Ja, die mit dem Totenkopf. Ja. Fragezeichen vor. Totenkopf. Alles in Rot geschrieben. Ich musste es bitter lernen. Ich dachte nämlich so, oh ja, geil. Machen wir. Schaffen wir bestimmt. Böser Fehler. Ganz böser Fehler. Lief nicht gut. So, rennen, Krähenfels. Machen wir das auch nochmal. Was haben wir hier eigentlich noch an Hexeaufträgen? Das können wir auch noch machen. Und Schatzsuche haben wir noch. Aber Schatzsuche würde ich jetzt nicht so... Eine große Glocke hängen. Achso, unser Pferd. Das sollten wir vielleicht mitnehmen. Geht ein bisschen schneller. Weiter so, Plätze. Ja, weiter. Mal sehen, ob wir das Rennen jetzt auch so gut hinkriegen. Oder ob wir absolut versagen. Ich tippe mal auf Versagen. Also jetzt. Schneller. Warum? Es ist nichts passiert, Plötze. Pferde. Aber ich finde es auch gut, dass Witcher 3 eine offene Welt hat. Und dass man nicht mehr so linear von A nach B rennen muss. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen, sag Bescheid. Willst du nicht, schieb ab. Ich würde gerne mitmachen. Jugendwurz, mega, ja. Und auch richtig schön gestaltet, bin ich. Trag mich ein. Das ist nicht mir schwärmen ja auch so viele von Blatt und Wein vor. Hier bist, dass das ja richtig schön sein soll, wenn man da... Ich glaube in Toussaint. Wie das Gebiet heißt. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der erste soll ja echt wunderschön sein. Der zweite ein verfickter Niemand. Ich freue mich schon drauf. Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bock? Okay. Ja, ich bin echt gespannt. Aber das dauert, glaube ich, noch einige Spielstunden. Ich nehme Stotter Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Okay. Das wird nichts. Das wird nichts. Lauf, Plätze. Ja. Hilfe. Komm schon. Sag mir nicht, dass das hier das... Okay. Oh Gott. Okay. Verdammt. Ja, geil. Mhm. Ja, nein, das war Absicht. Ja! Super!
nein. Komm schon. Das ist die Ziellinie. Ja, oh Gott sei Dank. Meerbodensalmer, hallo. Schön, dass du reinschaust. Hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Nein, eigentlich nicht. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Ah, ja, ich muss es leider tun. Noch teilnehmen. Och, ja, Inventar voll. Ist das auch mittlere Rüstung? Ja. Okay. Nee, Leichtrüstung will ich nicht. Achso, warte. Geht doch auch einfacher. So. Ist mir gerade so egal. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. So. Hat keiner gesehen. Speichern. Und, nimmst du nun teil oder nicht? Yep, wir nehmen nochmal teil. Trag mich ein. Diesmal sollten wir vielleicht nicht von der Rennbahn solange abkommen. Solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stotter... Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf wir zum werden Rennen. Es sehen. So, bitte diesmal nicht den Start verpassen. Heya! Sehr schön. Sie haben Margarete im Wald gefunden. Wir reiten erstmal gemütlich nebeneinander her. Ich wünsche euch die Pocken. Das solltest du mir vielleicht lieber nicht wünschen. Wobei, nee, Geralt kann ja gar keine Pocken kriegen. Geralt kann nicht krank werden. Oh! Ich fühle mich wie in diesen Kinderreitspielen gerade. So Abenteuer auf dem Reiterhof, nur in Erwachsenenversion mit Geralt. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Immer noch nicht. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön, wer will noch teilnehmen? Ich nochmal, ein letztes nun Mal. Teil oder yep. Nicht? Frag mich. Das ist nicht. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll. Diesmal reite ich gegen den schwarzen Bock dann. Ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Aufsetzen! Wir sind Pippi und Tina. Los, oh, los. Ist Sabrina. Ja. Diese Sprüche sind schon wieder einzigartig. Erstmal. Ist nicht bald zu regnen, Ausdauer. Ich werde siegen und wenn ich meinen Klipper auf die Spur. Ich glaube nicht. Oh, guck schon. Ja, super. Sollte Plötze eigentlich durchhalten. Oh. Such dir einen neuen Spruch. Der wird langsam alt. Geschafft. Langsam. Ja, gut. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl. Ja, immer noch nicht. So. Dann. Nächster Auftrag. Die lustige Witwe. Was ist das denn?
Lindenthal. Ja, machen wir doch mal. Können wir hier die ganzen Dinge noch mit einsammeln. Robert, ein bisschen. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall und dir eine wundervolle Nacht. Und danke nochmal für den Raid und für den Follow. Und ich hoffe, wir sehen uns dann die Tage. Oder lesen uns die Tage. Und ja. Eine wundervolle Nacht und einen guten Start in die Woche auch. Ich werde hier bestimmt noch ein bisschen machen, bevor mich das Bettchen ruft. Ich hoffe, wir verreiten uns jetzt hier nicht. Ich habe das Gefühl, hier ist eigentlich ständig Gewitter. Regen und Gewitter. Aber auch geil animiert. Sieht richtig, richtig geil aus. Geralt, reite weiter, bitte. Weiter einfach, weiter. Was sollte das denn? Schade. Ich hab das doch so gerne. Nee, ist aber echt cool. Auch wenn es häufig ist, aber... Sieht echt geil aus. Auf Toussaint freue ich mich auch. Wenn es dann nicht mehr da ist. Wir sind gleich bei dem Totengräber. Ich habe gefühlt auch in jedem Spiel die Totengräber. Also Geralt reitet vorbei und alle drehen durch. Geralt, bitte einmal vom Pferd runter. Die letzten paar Meter kannst du auch so gehen. So, da hinten. Ah. Hm? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ihr habt offenbar ein Problem. Werden die Gräber geöffnet? Wenn es nur das wäre. Da kommen immer wieder üble Bestien, verschlingen, was frisch ist und ziehen dann weiter. Gerade hat es wieder angefangen. Ich dachte mir, einfach drinnen bleiben nachts und die Tür verriegeln. Aber plötzlich fehlte eins der Kinder. Ist es auf dem Friedhof verschwunden? Nein, aus dem Dorf. So eine kleine Rotznase würde nicht alleine herkommen. Und ich habe in der Nacht eine Art Winseln gehört. Und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen? Glaubst du, ich bin blöd? Ja. Wer Monster hat, braucht einen Hexer. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Gut. Begib dich zum Friedhof. Friedhof. Bei Nacht. Regnet. Stimmt, sehr sinnvoll. Oh, wir speichern vorher nochmal. Und, gibt's hier Erscheinungen? Nee, coole. Habe ich gerade einen Hasen getötet? Ich habe gerade einen Hasen getötet, nein! Ich würde Ghule könnten die Leiche ausgegraben haben, aber sie hätten das Dorfkind nicht geholt. Okay. Ich sollte mir diese Gräber trotzdem mal ansehen. Machen wir sofort. Erstmal das Looten. Da. Ausgegraben, aber ohne Werkzeug. Mit einer Hacke? Nein, hier sind Klauenspuren. Will ich wissen, was das für ein Viech ist? Das Grab ist vor kurzem aufgewühlt worden.
Aber der Verwesungsgeruch ist alt, überreif. Wohin er mich wohl bringt? Okay. Ich glaube, ich möchte das nicht herausfinden. Hier ist wieder diese Brücke. So. Ah, hier lang. Manchmal gar nicht so einfach, dem Ding hier zu folgen. Was immer sich hier für ein Gewürm rumtreibt, es hat sich einen ungewöhnlichen Lagerplatz gesucht. Die Kreatur benutzt Werkzeug, also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Werwolf? Da hat jemand gekocht. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Lecker. Menschenschädel in einem magischen Kreis. Das Monster hat sie offensichtlich benutzt, um sich an diesem Ort der Macht zu stärken. Das muss ein Gruftweib sein. Hat die Schädel gesammelt, um die Macht hindurchzuziehen und ist vorwitzig genug geworden, um durchs Dorf zu ziehen. Ich muss die Schädel nehmen und das Gruftweib auf dem Friedhof zwingen. Da kriege ich es. Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Oh je. Stell ich mir lustig vor. Ich bin gespannt, wie das Gruftweib aussieht. Ich glaube, wir haben bisher noch keins gesehen. Dann haben wir hier entlang. Kleine Abkürzung. Sofern Geralt da hochkommt. Ja. Mit ein bisschen Rollen funktioniert alles. Das jetzt. Okay. Hätte ja sein können, dass wir das vielleicht auf irgendein Grab legen müssten. Lecker. Dieb hat die Schädel gestohlen. Meine Schädel. Soll sich selber welche ausgraben. Da ist sie. Wie aufs Stichwort. Gollum 2.0 in größer. Wow. Lustige Witwe. Ja, naja, ob sie jetzt so lustig war, weiß ich nicht, aber passt. Mal wieder überladen. Okay, ja, das nehmen wir. Warte. Passt. Was machen wir denn da mal rein? Ich glaube, das machen wir einmal. Chance auf Betäuben. Chance auf Verbrennen. Das machen wir einmal rein. Wir das? Sind wieder zurück zum Totengräber. Ah ne, da ist der Ausgang.
holen uns unsere kleine Belohnung ab. Dann mal gucken, ob wir danach nach Novigrad zurückgehen. Entweder per Schnellreise oder wir grasen noch ein paar Fragezeichen ab. Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Alles geritzt. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Das Kind ist tot. Och, das dachte ich mir. Noch, was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis dann. Okay. Den Auftrag haben wir dann abgeschlossen. Ja, stimmt. Dann können wir den Auftrag hier nämlich noch machen. Den müssen wir annehmen. Roberta, hier vielleicht auch nochmal die Sachen annehmen. Und uns so langsam hier wieder hochschlängeln. Nur nach Skellige möchte ich halt nicht unbedingt. Das sind wir aber dennoch erstmal kurz eingeloggt. Ich glaube, für Skellige ist es noch etwas sehr früh. Na, warte, ab welchem Level ist das? Level 16. Nein. Einfach. Nein. Obwohl mich Skellige echt interessieren würde. Aber das hat noch Zeit. Dann möchte ich das hier so gut wie es geht abschließen. Frag mich eigentlich auch, was das Höchstlevel ist. Die Höchststufe. Ich nehme jetzt mal nicht mit. Was? Ah, schon da. Was ist hier passiert? Bist du dumm oder blind? Das ist doch offensichtlich. Hey, er ist ein Hexer. Das ist auch offensichtlich. Komm ihm nicht blöd. Antworte ihm. Ich weiß so viel wie du, also nichts. Aber mit etwas Übung kann man Leichen lesen wie Bücher. Die Schwarzen haben gegen die Roten gekämpft, musst du wissen. Um die Brücke. Wir sorgen nur dafür, dass nichts verkommt. Nimm nur dieses feine Schwert. Das habe ich im Schilf gefunden. Willst du es vielleicht kaufen? Tja, einem Toten nützt es ja nichts mehr. So ist es. Möge es stattdessen dir nützlich sein. Vielleicht nützt es uns auch nichts. Doch. Tut es. Machen wir das einmal. Machen wir das einmal. Sehr schön. War jetzt alles eine Aufgabe? Leicht enttäuschend. Na gut. Dafür haben wir wenigstens ein neues Schwert. Das gar nicht mehr so schlecht ist. Es gibt zumindest deutlich schlechtere. Weit und breit kein einziges Monster mal in der Nähe. Die Rehe findet man. So Hauf. Was dann aber auch schon. Schafft haben wir hier auch erreicht. Und wo ist die Anschlagtafel? Da. Okay. Bitte. Alchemie.
paar Tage vergangen. Ja. Okay. Yeah. Wollen wir haben wollen? Saft. Huch. Anfest rückt näher. Gut. Ja. Schauen wir dann mal bei Gelegenheit. Da gehen wir auf jeden Fall noch hin. Guck mal, was da für eine Quest ist. Wenn wir da wieder nur irgendwas kaufen müssen, dann lasse ich das erstmal links liegen. So viel Geld haben wir dann auch wieder nicht. Ah! Hoppla. Das, ja. War Absicht. Nicht. So. Laufen wir einfach mal. Und Tachchen. Ach, das sind die, an denen ich vorbeigerannt bin. Ganz am Anfang. Was willst du? Juble. Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Warum traue ich dem reichlich nicht? Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers. Und auch das mit dem ewigen Feuer mag ich wo nicht. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Am ersten Tag habe ich mich ja... Bei der Brücke nach Novigrad. Nicht gerade beliebt gemacht bei der... Bei dem ewigen Feuer und Flammenrose und alles, was mit Flammen zu tun hatte. Was war das jetzt für eine Quest? Warte mal. Ach, oh, Stufe 3. Warte mal, wo ist die denn? Hm, ja gut, könnten wir eigentlich machen, ne? Könnten wir eigentlich machen. Ist jetzt ja nicht so, dass es uns Probleme bereiten würde. Und ich meine Stufe 3 Quest. Ja. Können wir auch mal eben erledigen. Ich find's so geil, dass Geralt sein Schwert wechselt und ich das nicht mehr machen muss. Eine Prise Ignis. Eine Prise Igni, war da? Nee? Dann einmal in diese Richtung. War vielleicht jetzt blöd, wie wir gegangen sind. Aber passt schon. Ein bisschen Bewegung schadet uns nie. Und warte, hier möchte ich einmal hin. Meister Petz. Hallo, Meister Petz. Das war's mit Meister Petz. Ich stehe schon wieder so... Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Ah. Ach du grüne Nonne, was ist denn hier los? Hoffentlich brennen sie gut. Aus. Aus. Okay. Und auch hier einmal brennen. Eine Prise Ignis. Da haben wir unsere Prise Igni. Damit die Sachen erstmal nicht ein. Wir davon, glaube ich, mehr als genug haben. Unser Inventar quillt schon über.
stimmt, ich kann auch gleich nochmal gucken, ob wir noch ein bisschen bei der Alchemie was machen können. Da gucke ich viel zu selten rein, finde ich. Laufklötze. Ich weiß, ihr seht leider die Karte nicht. Eventuell schiebe ich sie zum nächsten Mal auch mal nach unten. Wenn die Mitte mal gucken. Scheiße. Also was heißt Mitte, aber seitlich in die Mitte. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Mhm. Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ja, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Das stimmt. Genauso wie wir keine Drachen töten. Eine Prise Igni. Rein theoretisch. Wo ist der Feuertyp jetzt? Ah, sehr gut. Feuertyp ist dann da oben. Ja, das trifft sich doch super. Wenn wir ja eh nach Novigrad wollen. Dann können wir auch einmal da hoch. Schnellreise würde jetzt natürlich schneller gehen. Aber wir können uns auch mal bewegen. Ich habe vorhin eindeutig zu oft eine Reise gemacht. Ich möchte so ein bisschen natürlich auch den Natur hier noch schießen. Ich weiß, dass die komisch ist, aber. Aber irgendwie so. Die war immer noch cool. Wir kommen uns nicht hinterher. Und wir müssen unbedingt gleich noch diese Notiz von Rittersporn lesen. Das komische Buch. Oh. Kampf auf dem Pferd klappt mal wieder bei mir super. Das. Ja. Es ist so dumm und dümmer. Aua, so geht's schneller. Warum mache ich das nicht gleich so? Ach, hier wieder bei dem Schlachtfeld. Okay. Plätze. Weiter. Vorbei. Komm schon. Doch ein braves Pferdchen. Langsamer. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Uh-huh.